Hallo, heute zeige ich euch, wie habe ich diese Bluse bestickt. So, das ist kein Anleitungsvideo, weil ich selber sehr wenige Ahnung habe. Das war so überhaupt mein zweiter Teil. Das ist eher so ein Inspirationsvideo. Ich wollte euch dann noch kurz zeigen, was war mein erster Teil. Das war das hier. Und diese Bluse, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe sehr so unmethodisch gearbeitet. Ich habe ganz spontan so freihand der Motiv gezeichnet und immer wieder so ergänzt. So, ich habe es nicht mal vom Anfang an schon einen Plan gehabt, was mache ich hier. So, das wollte ich diesmal ein bisschen anders machen. So, ich habe diesmal ein Motiv erstmal entworfen. Ich habe die zwei Stiche, die ich genutzt habe, auch erstmal kurz geübt und erstmal dann angefangen. So, ich habe hier einen Kettenstich für diese ganze Linie. Und ich habe so eine Art Plattenstich genutzt für die Blätter und für die Blumen. Was zeige ich euch denn heute? Erstmal zeige ich euch das während Essen, als ich tatsächlich das erste Mal gemacht habe. Ich habe alles gefilmt und so bringe euch ein bisschen so durch die Reise. Erst danach gehe ich dann ins Detail und zeige ich euch, wie habe ich genau das Motiv entworfen, wie bin ich zu diesem Motiv gekommen, zu diesem Element, wie habe ich es auf dem Stoff übertragen. Und aber auch, was für Materialien habe ich genutzt und wie habe ich dann diese zwei Stiche gemacht. Wie macht man diese zwei Stiche? Ganz am Ende gibt es dann noch eine kurze Fazit. Wir fangen dann gleich an. Zuerst habe ich dann die Mitte von meinem Alsausschnitt markiert und ein Buch drinnen geschoben, sodass ich eine so hartere Basis hatte, sodass es einfacher war zu zeichnen. Vorher habe ich dann in 3-4 mm Abstand eine Linie markiert, weil ich wollte erst meine Linie einfach mit einfachen Stichen. Und danach habe ich dann meine Vorlage mit diesem Seidenpapier auf dem Stoff übertragen. So, ich habe es erstmal einfach mit dem Bleistift, aber um Druck zu machen, sodass die Zeichnung auf der anderen Seite übertragen wird. Aber das wird dann sehr leicht. Da bin ich dann mit meinem Schneiderkreidestift und habe es nochmal wiederholt. Ich habe es dann ein bisschen so deutlicher gemacht, aber alles nochmal gestärkt. Diesen Prozess habe ich dann wiederholt, bis dass ich meine Zeichnung komplett übertragen habe. Ich habe aber in der Mitte angefangen, dann habe ich gleich rechts, dann gleich links und immer so bis zum Ende, um immer sicher zu gehen, dass ich das alles symmetrisch habe. Als meine Zeichnung dann fertig übertragen war, konnte ich anfangen. Zuerst musste ich dann meine Bluse einbauen in diese Rahmen und ich habe dann den Besatz hochgezogen, weil ich will, dass ihr am Ende ein bisschen die Rückseite von meiner Stickerei ein bisschen versteckt. Und ich habe dann angefangen mit die alle runden Linien. Das war auch mein dunklerer blauen Ton. Und das habe ich mit einem Kettenstich gemacht. Dieser Kettenstich, der ist wirklich sehr einfach zu tun. Ich zeige euch auch am Ende, wie das geht, ganz im Detail. Aber ich kann euch schon sagen, so, der ist wirklich sehr einfach. Die einzige kleine Herausforderung ist, man muss schon aufpassen, dass alle Stiche gleich lang sind. Aber sonst ist es relativ problemlos. Und ich finde es auch ein sehr entspannter Stich. Das habe ich dann noch eine Zeit lang gemacht, bis dass alle Konturen, alle von diesen runden Linien fertig waren. Als ich fertig mit den Linien war, habe ich angefangen mit den Blättern. Die Blätter, sie haben sich gezeigt, eine große Herausforderung, weil sie sehr klein sind und die vergeben keine Fehler. Das habe ich am Anfang gleich bemerkt. So meine erste, bei der ersten Motiv waren die Blätter nicht ganz so gut, weil jede kleine 10 mm Fehler kann man schon sehen. So am Anfang habe ich die auch ein bisschen falsch gemacht, weil ich habe es von oben einfach der Nadel nach innen und gleich nach draußen. Und dann irgendwann habe ich bemerkt, dass ich so das ganze Arbeit nicht so gut kontrollieren konnte und habe angefangen zu machen. Erstmal der Nadel ganz nach unten und dann wieder ganz nach oben. Und da habe ich dann geschafft, schon bessere Ergebnisse zu haben. Es war aber schon wirklich sehr langsam. Ich habe auch festgestellt, dass bei diesem Element war wirklich wichtig, dass meine Markierungen sehr, sehr gut gemacht waren. Irgendwann habe ich angefangen, fast bei jeder neuen Blätter mit meiner Kreide noch mal ein bisschen besser zu markieren, dass ich es wirklich ganz, ganz genau sehen konnte.
Und als ich dann mit allen Blättern fertig war, konnte ich mit meiner Blume anfangen. Ich wusste am Anfang noch nicht ganz, wie sollte ich das so farbmäßig machen, aber ich hatte dann Lust, was Neues zu probieren und habe dann versucht, bei jeder Blume zwei blauen Töne zu nutzen, so ein Degradé, ein leichtes Degradé zu nutzen. Dafür habe ich dann erstmal mit einer leicht dunkleren blauen Ton, ich meine dunkel von diesen zwei helleren, einfach so eine Art innerliche Kontur von jeder Blume zu machen. Das sage ich euch aber auch ein bisschen genauer, wie ich es gemacht habe. Und das war dann so eine Art meine dritte Welle, so nach den Linien und nach den Blättern habe ich die innerliche Kontur von den Blumen gemacht. Und hier bin ich dann schon bei meiner vierte und letzte Welle. Ich habe dann einen noch älteren blauen Ton genutzt und habe dann alle Blumen gefüllt. Diese war wahrscheinlich die Welle, wo ich mich besser gefühlt habe währenddessen, weil es wirklich bei jeder fertigen Blume, da habe ich echt gefühlt, dass die Bluse wirklich fertig wird. Und es wird auch, wie ich es mir vorgestellt habe. Also das war echt eine die schönste Welle auch zu tun. Das war gar nicht so schwierig, ich meine, so die Blumen, sie sind nicht alle ganz gleich. Einige sind schon so leicht groß, andere leicht kleiner, weil auch mit Bleistiftmarkierungen, das ist alles irgendwie so kleinteilig, dass es sehr leicht ist, dass kleine Unterschiede kommen. Das hat mich aber auch gar nicht gestört. Irgendjemand hat mir irgendwann mal gesagt, etwas so wie mit, wegen, das ging um unterschiedliche Körper, die auch schon sind und dass auch in der Natur nicht alle Blumen gleich sind. Und daran habe ich sehr oft gedacht, während ich diese Bluse gestickt habe. Irgendwann wurden dann alle Blumen fertig. Jetzt möchte ich euch aber ein bisschen im Detail zeigen, alle Teile von diesem Projekt, von wie habe ich das Motiv entworfen, wie habe ich die Stiche gemacht und so weiter. Wir fangen dann gleich an, wie habe ich das Motiv entworfen. Und hier sind dann meine allererste Skizzen. Hier wusste ich noch nicht ganz, was ich will. Ich wusste nur, dass ich einen runden Halsausschnitt wollte und dass ich den bestickten wollte. Was für Elemente wusste ich noch nicht. Ich konnte aber hier schon feststellen, dass ich eher etwas Symmetrisches wollte. Deswegen würde ich schon sowas nicht machen. Ist auch sehr ähnlich mit, was ich schon mal gemacht habe. Dann habe ich einfach ganz viel weiter skizziert, habe noch ein bisschen in Detail probiert, irgendwelche Formen, bis dass ich in meinen Skizzen zu dieser Form hier gekommen bin. Und hier war ich das erste Mal glücklich. Hier war das erste Mal, wo ich dachte, ja, sowas in der Richtung will ich schon. Aber das war nicht symmetrisch. Das ist schon in eine Richtung gegangen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich symmetrisch. Weiß ich nicht warum, aber ich wollte symmetrisch. Deswegen habe ich dann so weiter Formen probiert, in gleicher Richtung, aber symmetrisch. Ich habe einfach zwei gespiegelt zueinander kombiniert. An diesem Punkt habe ich auch gedacht, okay, sowas konnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Hier war auch das erste Mal, dass ich dann Farbe auch benutzt habe. An diesem Zeitpunkt wollte ich auch ein bisschen besser schauen, wie schaut es aus wirklich an dem Bluse, wie schaut es blau aus an der Bluse, was für eine Größe soll ich nutzen. Genau, dann bin ich an meine Bluse gegangen, diese zwei Kohlen raus. Mittlerweile ist die Bluse bestickt, aber ihr müsst euch vorstellen, ich hatte die Bluse noch nicht bestickt. Was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen Seidenpapier geholt, habe es draufgelegt und habe meinen Halsausschnitt gezeichnet und auch der Anfang von Schulter und habe schon eine Breite gelassen, die ich gedacht habe, das ist der Maximal, das ich vielleicht nutzen würde. In diesem Zeitpunkt habe ich auch das erste Mal gedacht, ungefähr wie breit wollte ich das Ganze so. Die Papier habe ich sowieso gleich ein bisschen große geschnitten, um sicher zu gehen, aber dann habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie breit will ich mein Element. Und mein erster Versuch war bis hier. So, ich hätte mir gedacht, ungefähr diese Breite konnte mir gefallen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe dieses Element, ich habe diese Markierungen auf ein Stück Papier kopiert. Das war dieses Stück. Seht ihr, das ist genau von hier bis hier. Und habe dann mein Element nochmal gezeichnet. Dieser Teil, das ich gezeichnet habe, habe ich dann über meine Bluse platziert. Damals war sie noch nicht bestickt. Und habe geschaut, okay, will ich wirklich diese große? Nein, ich fand es ein bisschen zu groß. Dann habe ich einfach diesen Prozess wiederholt. Ich habe es erstmal ein bisschen kleiner gemacht und dann nochmal kleiner gemacht. Das war der Zwischenstand, schon ein bisschen kleiner.
Ich fand es aber immer noch ein bisschen zu groß und dann habe ich noch eine dritte versucht. Das war dann, was ich später benutzt habe und dachte mir, okay, diese Größe kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Als ich zu dieser Größe gekommen bin, habe ich dann das erste Mal mein Motiv ein bisschen genauer gezeichnet. So, ich habe es nur auf einer Seite ganz genau gezeichnet und dann habe ich es mit der Hilfe von diesem Seidenpapier auf der anderen Seite gespiegelt. Und dann hatte ich das erste Mal mein komplettes Motiv. Wie ihr auch noch sehen könnt, das hatte ich vergessen zu sagen, ist, dass ich das Motiv deutlich vereinfacht habe. Ich habe noch ganz viele Blätter entfernt. Ich fand bei dieser Größe war es schon weniger Blätter, aber dafür ein bisschen größer. Als ich dann dieses Motiv hatte, muss ich aber schauen, wie genau das wirklich ausschaut in meinem kompletten Halsausschnitt. So, ich habe nochmal mein Seidenpapiervorlage geholt und ich habe dieses Motiv dann so oft wiederholt, wie es geht. Das war ganz gut, weil es ging ungefähr genau 5 Mal. Am Ende hatte ich nur so einen kleinen Abstand und damit konnte ich auch gut leben. Genau, dann ich hatte mein Motiv, ich habe mein Seidenpapier draufgelegt und habe es dann immer kopiert. Erstmal das Zentrum, daneben, dann nochmal, weil wie gesagt, wichtig war mir, dass es symmetrisch ist. Und dann noch hier und dann noch hier. An diesem Zeitpunkt konnte ich auch schon mal schauen, noch vor, dass die Bluse bestickt war, wie es ungefähr ausschaut. Und da konnte ich mir schon vorstellen, dass es funktionieren konnte, war dann damit glücklich und habe es dann auf dem Stoff übertragen. Um das Ganze zu verstehen, das ich gerade erklärt habe, es gibt aber eine kleine Technik, die wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es kennt, das habe ich damals in der Grundschule gelernt, das kennt ihr vielleicht auch schon, aber ich finde es immer noch heute eine super Technik, um solche Sachen zu kopieren. Diese Technik habe ich 2 Mal benutzt, um das erste Mal das Motiv zu entwerfen und dann später, um das Motiv von dieser Seidenpapier auf dem Stoff zu übertragen. Diese Technik ist zum Beispiel, wenn ich dann so eine Rundung mache und dann kopiere ich es mit Seidenpapier und wenn ich das dann mit Bleistift kopiere, wenn ich das Seidenpapier auf der anderen Seite drehe, erstmal kann ich einfach dieses Element hier nochmal kopieren und wenn ich Druck mache über den Bleistift, das auf der anderen Seite ist, die Zeichnung wird dann hier auch kopiert. Es ist ein bisschen leicht, aber stark genug, dass ich jetzt mit meinem Bleistift nochmal drüber gehen kann, um das ein bisschen stärker zu machen. Das ist genau die Technik, die ich genutzt habe, um erstmal sowas zu machen. Aus 1 habe ich dann 2 gemacht und dann später auch genau mit dieser Technik habe ich das auf dem Stoff übertragen. Ich hatte es komplett gezeichnet mit Bleistift auf einer Seite. Dann habe ich es gedreht und habe Druck gemacht, sodass das Motiv auf dem Stoff übertragen wurde. Jetzt hier möchte ich euch dann zeigen, was für Materialien habe ich dann gebraucht. Nicht viele. Ich habe eine Stickrahmen benutzt. Ich habe auch so eine Bleistift, aber mit Schneiderkreide benutzt, weil das so eine dünne Arbeit ist, fand ich, dass es schon wichtig wäre. Eine kleine Schere für die ganze Faden schneiden. Nadel zum Sticken, zum Besticken und Garn zum Besticken. Was ich auch noch euch sagen will, für wer es nicht kennt, ist, dass dieses Garn zum Besticken, der hat das, was ich gekauft habe, er hat 6 Faden. So könnt ihr zumindest sehen, dass das mehrere Faden hat. Und diese Faden kann man dann, muss man nicht alle gleichzeitig benutzen. Ich habe diese Linie herum um den Halsausschnitt habe ich mit 3 Faden benutzt und alle anderen habe ich mit 2 Faden. So, ich habe einfach 2 Faden getrennt. Das ist das Garn zum Besticken, das ich überall gefunden habe. So, jetzt zeige ich euch, was für Stiche ich gemacht habe und wie ich dann sie gemacht habe. Ich habe mich für 2 sehr einfache Stiche entschieden. Ich habe hier schon einmal mit einer Sticknadel und mit 2 Faden Garn alles vorbereitet. Ich habe erstmal eine Kettenstich benutzt. Beim Kettenstich kommt der Nadel von unten. Ich halte jetzt kurz der Garn, weil ich werde meine Nadel genau um die gleiche Platz rein tun, wo es rausgekommen ist und sie kommt dann ein Stück weiter wieder raus und dieses Stück weiter ist die Länge von meiner Stiche. Und dann wichtig ist, dass der Garn, deswegen habe ich es gehalten, jetzt drunter ist und das macht dann diese Ketten. Und ich habe es dann immer so gemacht.
der kommt wieder, wo der letzte raus gekommen ist, kommt er rein, ups, und dann kommt er wieder raus und immer so. Er kommt immer rein, wo der letzte raus ist. Und wichtig ist, dass wenn er rauskommt, kommt er über diese Garn hier. Und das mache ich dann immer so, bis dass ich in meine Blume komme. Okay, und jetzt ist der Fuß von meiner Blumen fertig und jetzt gehe ich einfach gleich weiter zu dieser Plattenstich, das ich benutzt habe. Ich werde euch nur sagen, wie ich es gemacht habe. Hier seht ihr meine Blumen, hier ist das erste Blätter und was ich gemacht habe, ist dann erstmal mit diesem mittleren Blauton, habe ich dann nur so eine Art Kontur gemacht. Ich habe dann meine erste Blätter, bei meinen ersten Blätter bin ich einfach gegangen, nur so lang die Blätter noch gerade ist, seht ihr, so da fängt dann die Rundung, da habe ich dann aufgehört. Und dann habe ich nur so noch so zwei kleine Stiche, die Blumen, die ich tatsächlich gemacht habe, sie waren ein bisschen kleiner, aber was ich gemacht habe, waren dann so noch zwei, drei kleine Stiche drunter, um so eine Art Kontur zu machen von meinen Blumen. Ich muss sagen, dass, wie ich gerade bin, ist sehr undankbar zu sticken, weil ich stehe und ich kann nicht mal gerade stehen wegen der Kamera. Aber ich wollte nur, dass ihr so ungefähr versteht, was ich gemacht habe. Genau, und dann bin ich wieder raus, wieder so weit wie möglich, aber aufgehört, wo der Rundung von der Blätter fängt. Und dann habe ich hier gleich wieder bei der nächsten Blätter das gleiche gemacht. Genau, und so habe ich dann immer weiter gemacht. Dann bin ich mit dieser älteren Ton und habe das hier dann immer gefüllt. Einfach mit dieser so Art gerade Stich. Ich werde hier eine Blätter so füllen. Die einfachere Variante wäre einfach die komplette Blätter mit dieser Art so Plattstiche zu füllen. Ich nenne das Plattstichen, weil das ist wahrscheinlich der ähnlichste Stich, wofür ich einen Namen gefunden habe. Aber was ich gemacht habe, war so eine einfachere Variante, weil echte Plattstiche, dafür nutzt man erstmal eine Füllung, man macht erstmal kleine Stiche drunter und ich habe hier eine einfachere Variante und habe nur so diese längeren Stiche immer nebeneinander gemacht. Wichtig ist, dass sie wirklich sehr, sehr nebeneinander sind. Genau, und diese Art Plattenstiche habe ich dann genutzt für meine Blätter und auch für meine Blumen. Nur für meine Blumen, wie gesagt, habe ich es in zwei Farben getrennt. Ich habe die innere Seite mit einer dunkleren Ton und mit einer helleren Ton habe ich dann den Rest noch auch mit parallelen Stichen gefüllt. Zum guten Letzt möchte ich noch ein bisschen so Selbstkritik machen zu meiner bestickten Bluse. Ich bin mit dem kompletten Ergebnis schon wirklich glücklich. Ich weiß nicht, ob es sich gelohnt habe, diese zwei blauen Tone zu nutzen für die Blumen und für diese so Augblumen hier. Das hat deutlich auffindige gemacht und ich weiß nicht, ob man wirklich sehen kann. Ich glaube, dass es auch ganz gut ausschauen konnte, einfach mit einer Farbe und es wäre deutlich einfacher. Was ich auch bemerkt habe, ist, dass vor allem am Anfang sind meine Blätter gar nicht so genau gemacht, weil hier war mir noch nicht so bewusst, wie wichtig es war, dass man wirklich einfach erstmal Nadel komplett nach unten und dann komplett nach oben, dass man es kontrollieren kann, weil bei so einer kleinen Größe sieht man wirklich jeden Fehler. So, wo ich aber am meisten unglücklich bin, ist mit der Rückseite. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da eine Technik, es gibt einen Weg, um das alles ein bisschen besser zu machen. Ich kenne keinen, so am Anfang habe ich immer wieder, zum Beispiel bei der Dunkelblau habe ich das immer noch gemacht, dass ich einfach von einem Element zu anderen gesprungen habe. Bei dieser blauen Ton habe ich bemerkt, dass das mir ein bisschen zu viele, genau hier sieht man es besser, zu viele so gekreuzte Linien waren. Das habe ich mir gedacht, das ist nicht so gut. Und habe es fast bei jeder einfach geschnitten und der Anfang mit der Ende zusammen geknotet. Ich finde es aber trotzdem, dass es nicht so gut ausschaut. Vielleicht gäbe es einen anderen Weg. Wenn jemand einen anderen Weg kennt, könntet ihr mir bitte einen Kommentar lassen und mir einen Vorschlag lassen. Generell bin ich aber ganz glücklich.